Ja, wieder mal ein Video über das Leben, über Yoga, über Gesundheit. Und heute soll es um das Licht gehen, um die Sonne, die ja zurzeit bei uns zumindest gut scheint. Und wenn die Sonne scheint, merken viele Menschen, dass es ihnen besser geht, dass man mehr Schwung bekommt, mehr Lebensfreude, mehr Aktivität und dann macht das mehr Freude im Leben, mehr Spaß und man geht gerne in den Tag hinein, je sonniger das ist. Nun, aber die Sonne muss halt auch im Inneren scheinen, sonst nützt es nichts. Wenn man immer nur abhängig ist von der äußeren Sonne, dann hat man zum Beispiel im Winter Probleme. In der dunklen Jahreszeit, wo man dann auch dunkle Gedanken bekommt, trübe Gedanken. Und dann fehlt einem ja vielleicht die Hälfte des Jahres das Leben, die Freude, der Spaß und die Energie, dass man in das Leben hineingeht mit guten Gefühlen, sonnigen Emotionen. Aber wie gesagt, bei vielen Menschen ist das nicht so. Und wenn man nur sonnige Gedanken hat, wenn draußen die Sonne scheint, oder wenn man nur in Schwung kommt, wenn es draußen schön ist, oder wenn andere Menschen einem Sonne schenken, im Sinne von guten Worten, guten Taten, dann verpufft das irgendwann immer wieder. Das tut natürlich gut, wenn einem jemand was sagt. Alles ist gut, du bist ein guter Mensch und zum Beispiel diese Dinge. Aber wenn man das innen drin nicht hat, ist es ja schon fast wertlos. Denn das innere Licht muss beginnen zu leuchten, zu scheinen und nicht das äußere Licht. So wie manche Menschen einem Guru folgen und der begeistert die Anhänger. Ja, aber was ist, wenn dieser Guru weg ist? Was ist dann im Inneren noch übrig geblieben, wenn man nicht an sich selber arbeitet und dieses innere Licht einmal anzündet? Das kann natürlich auch vielleicht sein Guru, ein Freund, Freundin, ein Lehrer, ein Mensch, ein sonst wer, ein Tier machen. Doch dieses Feuer geht immer wieder aus. Denn der Mensch muss beginnen und lernen, dass er das innere Feuer, die innere Sonne, die Liebe innen, ja, wie ein Gärtner gießen muss, düngen muss, pflegen muss. Sonst geht das Feuer aus. Das weiß jeder, der schon mal Feuer gemacht hat oder einen Kamin zu Hause hat. Wenn man nicht Feuer anschürt, wird es nicht warm. Aber wenn man das Feuer auch nicht nährt, indem man immer wieder Holz auflegt, dann geht das Feuer irgendwann aus. Dann muss man es wieder neu anzünden. Gut, beim Kamin ist es einfach. Das kann man sich besorgen, dann macht man das. Aber wie ist es in der Seele, wenn es in der Seele dunkel wird? Dann sieht man nicht mehr. Wo finde ich denn? Ja, Holz und Streichhölzer zum Beispiel. Und dann irrt man so mit dunklen Gedanken umher und findet nicht, wo ist das Licht. Dann ist man wie in seinem Tunnel drin, aber sieht das Ende des Tunnels nicht, also auch kein Licht. Und deswegen ist es so immens wichtig, dass man selber anfängt zu arbeiten, sich zu verändern, dass das innere Licht, das irgendwie, irgendwann, durch irgendwen mal angezündet worden ist, weiter brennt. Und dieses innere Feuer darf niemals ausgehen. Nicht umsonst gibt es heutzutage so viele Menschen mit Burnout, mit Depressionen und es wird ja immer mehr gefühlt. Und da ist das innere Licht sowie aus Burnout. Die Lampe aus, das Licht aus, das Feuer aus. Und deswegen ist es eben so wichtig, weil dann kommt man, wenn kein Licht da ist, wenn Dunkelheit herrscht, kommt man immer schlecht dort raus. Man kann das schaffen, aber es kostet viel Kraft, viel Mühe und viel Leid.
Deswegen sollte man beginnen, jeden Tag in das Feuer immer so ein bisschen Holz reinzutun, dass es immer weiter brennt und niemals ausgeht. Natürlich nicht Spiritus reinschütten, das wäre dann zu viel. Dann verpufft das Holz und dann ist alles schneller vorüber. Deswegen langsam das Feuer nähren, das Feuer schüren. Jeden Tag sollte man etwas für sich tun, dass die Lebensfreude, die Herzenswärme, die Liebe, die Güte, das Mitgefühl immer mehr werden und vor allen Dingen nicht weggehen. Das ist das Allerwichtigste. Und beim Olympischen Feuer macht man das, glaube ich, so, man gibt es weiter, achtet darauf, dass es das nicht ausgeht, weil dann wäre es vielleicht ein schlechtes Omen. Aber macht man es nicht im Inneren bei sich selbst? Sport ist wichtig, aber nicht so wichtig wie das innere Licht, der innere Frieden, das Mitgefühl in der Welt. Das ist viel wichtiger als Sport. Und da ist man so erpicht und trägt das Feuer weiter. Aber das muss man in sich selbst nähren, pflegen, wenn es mal angezündet ist. Und wie gesagt, wenn man abhängig ist vom Wetter oder von anderen Menschen oder von einem Guru, der das Licht anzündet und immer wieder anzündet und wieder anzündet, aber was ist, wenn dieser Guru nicht mehr da ist? Wenn der Partner nicht mehr da ist, die Partnerin, die das Licht anzündet, die Lebensfreude schenkt, aber das muss in mir drin sein. Von außen verpufft es alles. Nur das Innere hat wirklich dann Bestand. Und darum sollte man nach innen schauen und anfangen, wenn auch nur ein kleines Flämmchen da ist, das zu pflegen. Egal wie groß es dann wird, aber man sollte es nie, man darf es nie ausgehen lassen. Das ist so wichtig. Wie Jiddu Krishnamurti sagt, sei dir selbst ein Licht in dieser dunklen Zeit. Und nicht abhängig vom Wetter, vom Guru, von anderen Dingen. Das weiß man vielleicht, man kauft sich Porsche vielleicht oder man geht was Gutes essen, dann fühlt man sich gut, das innere Licht, das leuchtet ein wenig. Aber wie lange hält es an? Nicht lange. Ein paar Stunden, dann ist es schon wieder vorbei. Und so ist es. Arbeit, tägliche Arbeit, dass man das innere Licht immer am Brennen hält. Und zwar aus eigener Kraft. Dass man sich irgendwie motiviert, anregt, stärkt, dass man zumindest einen kleinen winzigen Teil, und wenn es nur ein bisschen, 5 Minuten am Tag ist, wo man sich selbst pflegt und hegt, sich um sich kümmert. Und dann hält man die Flamme am Laufen. Manche Menschen schaffen es aber nicht mal mehr, 5 Minuten am Tag, sich was Gutes zu tun. Ohne Leistung, ohne Erwartung, ohne Druck, ohne irgendwas zu wollen. Das ist sehr schwierig, je nachdem, was man in seinem Geist, in seinem Wesen, in seinem Karma so angesammelt hat. Ja, seien wir uns selbst ein Licht in dieser Welt, die Licht braucht. Aber da muss es eben Streichhölzer, Kerzen, Laternen geben, die das auch ausleuchten. Und das ist jeder Einzelne, wie in der Stadt. Verschiedene Lampen, Lichter, Leuchten, Kerzen. Dann wird es erst hell. Aber selbst, man weiß, wenn nur ein kleines Streichholz in einer dunklen Stadt an ist, wie viel Licht das bringt, nur so ein kleines Flämmchen. Und wie viel bringt es im Inneren, wenn nur ein kleines Flämmchen da ist? Und wie viel mehr ist es, wenn man dieses Feuer immer größer werden lässt, wachsen lässt, dass es so wie das ganze Wesen, die ganzen Menschen beleuchtet? Und darum geht es im Leben auch, eben diese Lichtqualitäten, Sonnenqualitäten, Liebe, Frieden, Mitgefühl, diese Tugenden zu pflegen, dass die Welt wieder freudiger wird, sonniger wird, schöner wird und liebevoller wird. Ja, das war's wieder für heute von mir, Markus Ritz.
könnt gerne meinen Kanal auf YouTube abonnieren, Markus Ritz Zentrum für Yoga. Dort gibt es viele Videos mit den Themen Yoga, Leben und Gesundheit. Ciao!